Moin, Freunde von Campfeeling. Moin. Ihr werdet staunen bei so einem Wetter. Wir hier. Und wo sind wir? Wir sind mal wieder bei Tankreisemobile in dänischen Hagen. Aber diesmal wollen wir euch kein gewöhnliches Wohnmobil vorstellen, sondern diesmal, da sind wir richtig stolz drauf, können wir euch eine Premiere, eine Weltpremiere präsentieren. Denn die Firma Tankreisemobile hat sich entschlossen, selber ein Wohnmobil zu konstruieren zu lassen, Ideen reinzustecken. Und da ist er, der erste TRM-Van von Tankreisemobile. Ja. Ein edles Geschoss sozusagen. Ein edles Geschoss auf Mercedes-Sprinter-Basis. Und diesmal machen wir es nämlich auch anders, weil diese Premiere, die wollen wir nicht alleine erklären. Wir haben nämlich den Chef selber dabei, René Tank. Da kann man nämlich sagen, so individuell wie das Fahrzeug ist, so individuell sind auch die technischen Daten. So sind sie. Und zu ihm gehen wir gleich mal. Kommt mal mit. Moin, René. Moin. Ja, da sitzen wir nun im TRM-Van und sind ganz stolz. Und René ist noch viel stolzer. Sag mal, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen? Was war eure Grundidee, dass ihr selber ein Auto konstruiert, entwickelt? Ach, die Grundidee war, dass wir immer mehr Nachfrage nach individuellen Kastenwagen haben und auch immer mehr Nachfrage nach hochwertigen Kastenwagen. Und viele Kunden haben, die gerne mit Mercedes Sprinter durch die Gegend fahren. Und wir haben alte Kollegen von denen, was ist alte Kollegen? Eine bekannte Firma, mit der wir schon seit über 20 Jahren zusammenarbeiten, haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, so, wir bauen jetzt ein Auto nur für unsere Kunden nach unseren Wünschen, so wie wir es vorgeben. Und wie du gesagt hast, eine Prämisse war auch, ihr könnt wenigstens liefern. Und wir können liefern. Wir sind zurzeit so aufgestellt, dass wir fürs kommende Jahr für jeden Monat 2 Stück liefern können. Und wir haben uns auch noch getraut, die letzten 6-Zylinder zu kaufen. Das heißt, wir können in relativ kurzer Zeit noch 6-Zylinder-Sprinter liefern. Auch nicht schlecht, ne? Ja. Das wird bestimmt den einen oder anderen interessieren. Ja, die Nachfrage ist auf jeden Fall noch da, ne? Ja, und jetzt habt ihr ja gesagt, die Fahrzeuge kann jeder Kunde für sich individuell gestalten und dann natürlich bestimmten Voraussetzungen. Ne? Die Voraussetzungen sind relativ einfach. Also wir haben für jede Sprinterlänge 1 oder 2 Grundrissvorschläge, weil sonst wird man mit der ganzen Einzelplanung nie fertig. Wir machen auch verschiedene Designvorschläge, da sind wir gerade bei. Wir sind praktisch jeden Tag mit einer Designerin, die uns dann im speziellen Programm unsere Farbideen zusammenstellt, in der Diskussion, sodass wir schon mal Ideen für die Kunden zeigen können. Ja. Wenn es einem dann gar nicht gefällt, können wir auch einen Musterkoffer greifen. Aha, okay. Also es ist prinzipiell alles möglich. Wir bieten allerdings ein paar Dinge an, dass es einfach für den Kunden von der Entscheidung her auch einfacher wird, damit auch irgendwann sein Auto bekommt. Ja. Vielleicht ganz mal eine Sache zwischendurch für die Leute, die sich jetzt wundern, warum wir hier drin mit Jacken sitzen. Also das ist nicht so, dass der TRM, wenn keine Heizung hat, aber aufgrund der Corona-Lage haben wir die Türen offen gelassen. Wir haben Ende November und da haben René und ich sowieso unseren Abstand gewahrt und haben auch noch Jacken dazu. Genau. Und ich darf schön draußen stehen, die Kamera halten, meine Männer. Und Robert darf frieren, aber der ist ja auch der Jüngste von uns dreien. Ja. Der kann das noch ab. So, und jetzt sitzen wir nun in eurem ersten TRM-Van. Kannst du vielleicht mal ein paar Kleinigkeiten zu diesem speziell sagen, was der alles drin hat? Denn das ist ja auch, wenn Fahrzeuge individuell gestaltet sind, das wissen wir, kein Schnäppchen. Aber das wollen die Leute, die so ein Auto bestellen, auch gar nicht. Der erste TRM ist kein Schnäppchen. Das ist auch nicht. Es ist auch nicht als Schnäppchenprodukt gedacht. Es ist wirklich individuell und hochwertig. Also wir haben einen voll ausgestatteten Mercedes Sprinter bis hin zur Luftfeder mit 4,2 Tonnen. 6-Zylinder natürlich, mit Automatikgetriebe, mit Ambox-Radio, mit Navi, Rückfahrkamera, Parkpaket, es ist eigentlich alles drin, was so ein Sprinter Klima kann. Klima habe ich gesehen auf dem Dach. Ne? Dann haben wir auch die Campingausrüstung entsprechend hochwertig gemacht. Das heißt, wir haben 2x Solar auf dem Dach, wir haben 200er Lithium-Batterien an Bord, wir haben einen Wechselrichter dran, wir haben Klima von Dometic auf dem Dach. Also Markise ist dran mit Licht. Ja. Das Auto ist eigentlich schon komplett. Wir heizen mit Gas. Wir haben uns bewusst gegen Diesel entschieden, weil die aktuellen Tanks einfach alle immer kleiner werden. Aufgrund der Gewichtsproblematik bieten die Hersteller einfach nur noch die kleinen Tanks an. Deswegen haben wir 2 Travelmate Alugasflaschen mit Außenbetankung schon an Bord. Ist alles im Preis mit drin. Das Auto, so wie es hier steht, liegt über 135.000 Euro. Fertig mit Fracht hier in Kiel. Aber es ist für den Kunden individuell abgestimmt, das ist doch eine coole Sache.
finde ich. Ja, wir können sehr viele Designs machen. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten, die Decke zu gestalten. Wir haben uns hier für eine Steppung entschieden, weil die nochmal zusätzlich Isolierung, vor allem auch Lärmisolierung bietet. Ja. Die können wir farblich immer an die Polster, an die Möbel anpassen. Mhm. Wir können die Möbelplatten selber bauen mit verschiedenen Laminaten. Also es ist keine Folie drauf, es ist wirklich 0,6 mm Laminat auf allen Möbelplatten, die wir verbauen. Die Polsterung ist in diesem Fall Leder. Das ist auch im Preis mit drin. Das können wir natürlich auch anders, aber gehört halt hochwertig mit dazu. Du sitzt auf einer speziellen Bank, die kann ich hin und her fahren. Die hat eine Lounge-Funktion, die kann ich ein bisschen mehr zur Fahrzeugmitte schieben, falls ich doch mal mit zwei Mann da sitze. Das zeigen wir nachher später. Das könnt ihr nachher alles ausprobieren, genau. Ja. Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Der Kunde kommt zu euch und sagt, ich möchte einen Sprinter in der und der Länge. Und dann kommt er zu euch zur Bemusterung. Ja, also wir machen das, wie gesagt, wir haben noch sechs silberne Sprinter mit sechs Zylinder, die sind halt da. Da kann man am Sprinter nicht mehr viel drehen. Ansonsten kann der Kunde sich auch gerne bei Mercedes informieren und sich schon mal einen Sprinter konfigurieren und überlegen, was er gerne hätte. Ansonsten helfen wir da natürlich. Also wir haben Grundkonfigurationen vom Sprinter mit Paketen, wie es bei anderen Herstellern auch üblich ist. Wir haben auch Ideen für die Grundrisse, weil natürlich sind Dinge vorgeplant und schneller zu bauen, wenn wir uns an die Grundrissvorgaben halten. Klar. Wir können aber auch alles individuell anbieten. Wir haben hier zum Beispiel Wert drauf gelegt, wir wollten ein Bett von 2,10 Meter. Das baut mein Kollege sonst nicht. Ich sage, die Deutschen werden immer länger. Also 2,10 Meter Bett im Kastenwagen hat, glaube ich, nicht jeder. Ja. Trotzdem haben wir noch eine 1,35er Sitzgruppe hier vorne. Also wir sind ja auch beide nicht klein und kriegen hier unseren Abstand hin. Also ich sitze hier richtig. Wir haben Bad mit einer separaten Dusche. Das ist auch für einen Kastenwagen relativ einzigartig, weiß ich nicht. Aber schon mal eine ganz aber tolle selten. Geschichte. Ja. Aber selten. Und so können wir halt mit der Stellung der Möbel verschiedene Dinge machen. Mhm. Wir haben Auto im Plan, Sprinter 7 Meter mit Hubdach. Wir haben Auto im Plan, Sprinter 7,30 Meter mit Hubdach und mit einem fünften Sitzplatz. Ich glaube, das wird dann der erste mit fünf Sitzplätzen, also ein Kastenwagen für die Familie. Stark. Wir wollen also gerne auch Kastenwagen bauen für die, die partout kein normales Wohnmobil möchten. Ja. Und da wird ja die Nachfrage immer größer, muss man einfach so sagen. Ne? Das Kastenwagen-Segment boomt ja ohne Ende. Ne? Ja. Ja, also das ist ja wirklich schon spitzenmäßig. Und wann geht es richtig los? Also mit dem ist jetzt der Start gewesen. Ab jetzt können die Leute zu euch kommen. Das ist der Startschuss. Wir haben gerade die Nummer 2 sozusagen in Bau. Das wird halt der zweite von den sechs Zylindern. Mhm. Die haben dann noch das hohe Dach von Mercedes drauf. Dann ist für die großen Leute nochmal schöner, weil du nochmal 20 cm mehr Innenhöhe hast. Den bauen wir auch noch fertig in einem etwas anderen Design und dann sind wir eigentlich offen für die Kundenfragen und die Individualität. Also dann setzt man sich zusammen, sagt, welche Größe willst du, was können wir und dann haben wir auch soweit die Designvorschläge fertig, dass man das einfach auch dann relativ schnell konkret mit dem Kunden umsetzen kann, auch die Einbauteile, die dann mit rein sind und so weiter. Start. Ja, dann würde ich sagen, dann werden wir uns das Gerät mal angucken, ne? Ja, wünsche ich euch viel Spaß. Alles klar. Gut. René. Vielen Dank für deine Zeit. Herzlich gerne. Ja. Nun ist René weg und jetzt würde ich sagen, jetzt gucken wir uns das Fahrzeug mal beide gemeinsam ein und erkunden das mal für euch. Ja, ich habe gerade hier so einsam gesessen, René ist weg. Jetzt hätte ich mir hier noch ein Blümchen vorgestellt auf dem Tisch. Ich liebe Blümchen. So, gehen wir mal raus. Auch hier nochmal, Freunde, schön nochmal dieses TAM-Van in dieser, ich sag mal, matten Folie, ist hübsch gemacht. Ne? Ja, nicht aufdringlich, aber dadurch wirkt es eben edel, ne? Ja, hier sehen wir mal die typische Mercedes-Schnauze. Natürlich alles in den Farbton weiter so veredelt. Ja. Dann haben wir schöne Leichtmetallfelgen dran. Genau, sehen sehr schick aus, ne? Ja. Ja, und jetzt werden wir mal das Gesamtdesign uns angucken. Das ist doch, also ich finde es richtig schick. Ja, sehr schönes Fahrzeug. Also, wie du schon sagst, nicht so aufdringlich. Er fällt auch nicht direkt auf. Ja. Und natürlich, trotz dessen, dass er irgendwie so, ich sag mal, der Wolfs im Schafspelz ist, ist die Größe sehr, sehr stark, ne? Also über 7 Meter. Ja, und René hat den Preis ja schon genannt für 135.000 Euro. Muss es ja auch irgendwie edel aussehen, oder?
Und das macht es eindeutig. Guck mal die schönen Rahmenfenster hier an. Ne? Die passen sich so schön in diese schmale Silhouette an. Ja, wirklich schick. Und vor allen Dingen schön groß, ne? Ja, das ist klar. Da brauchen wir nicht viel dazu sagen, ne? Unser beliebter Abgasschlot. Ja, genau. Ja. Der Heizungsausströmer. So, jetzt weiß ich nicht, das wird wahrscheinlich wird er, weil das ja der erste Typ ist, alles noch zu haben. Hat er auf. So, hier haben wir also das Toilettenfach drin. Mit Abluftfunktion. Mit Abluftfunktion, genau. Stark, wirklich stark. Toll gemacht. Kann man nicht anders sagen. Genau. Das wüsste ich jetzt nicht, Robert. Doch, das müsste für Außengas sein. Ja, das ist noch zugeschlossen. Das könnte tatsächlich das Außengas sein. Mhm. Oder du Außendusche, kann auch sein, ne? Hier sehen wir nochmal, das ist alles auch von der Firma Tank inzwischen geschütztes Logo, ne? Dieses hier, das soll auf jeden Van rauf und natürlich TRM-Van, ne? Genau. Weil sich natürlich viele fragen, ja, Anker, ich denke einfach, das ist auch, so kann ich es mir vorstellen, wir können gerne nochmal René nachher fragen, bedingt auch Tankreisemobile kommt hier oben aus dem hohen Norden und dementsprechend ist das da sicherlich in der Logogestaltung von dem Ideenreichtum mit eingeflossen und ich würde dies auch immer verknüpfen, so das ist ein Ankerpunkt, mein Reisemobil. Ne? Und die Weltkugel. Ne? Ja, das auf jeden Fall, ne, genau. Man ist Traveler. Traveler. Und wir von Campfeeling outen uns ja auch, dass wir vom Norden kommen. In unserem Logo ist der Leuchtturm. Ne? Genau. Ja. Ja, dann haben wir hier den Landanschluss. Landstrom. Ja. Ja, und dann gehen wir mal. Nee, nicht ganz so schnell jetzt. Einmal zurück, bitte. Entschuldige, bitte. Der Außengasanschluss, ne? Der Außengasanschluss. Den hätte ich jetzt fast vergessen. Ist ja bei den Fahrzeugen jetzt auch nicht so, dass das jeder Van hätte. Nein. Also hier, wie René schon erwähnt hat, hier sind zwei Travel-Gasflaschen drin. Alugas, aus Aluminium. Und damit man dort nicht umständlich immer hinten rein muss und die Flaschen raus und reinschleppen muss, haben sie hier einen Außengasanschluss spendiert. Starke und Sache, das ne? Das ist eine tolle Sache, ja. Und kommandiert, wenn du gerade da bist. Ja. Da sieht man ja auch nochmal, der hat ja zusätzlich zu der Rückfahrkamera auch noch Einparkhilfssensoren hinten. Die Pieper, ja, genau. Finde ich, ist eine sinnvolle Unterstützung. Ja. Gerade wenn man doch vielleicht mal im Dunkeln unterwegs ist und die Kameras vielleicht gerade wie jetzt bei dem Schiedwetter verdreckt. Ja. Ist dir mal was aufgefallen, Robert? Ja. Heute laufen wir genau andersrum. Sonst machen wir mal vorne einmal ums ganze Auto rum. Jetzt sind wir jetzt schon bei mir. Aber quasi, das macht das Leben ja so individuell wie den TRM-Van. Ja, genau. So, hier, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist ein Sicherheitsschloss. Genau. Ja, Leute, ganz kurze Werbeunterbrechung. Zum Punkto Sicherheit im Fahrzeug gibt es ja diverse tolle und schöne Systeme. Und es gibt natürlich auch viele, die kosten viel. Und es gibt natürlich auch kostengünstige Varianten. Und das wollte ich euch nur mal ganz kurz präsentieren. Gerade was den Kastenwagen angeht, zum Beispiel hinten für die Hecktür von Solidfy haben wir uns jetzt was eingebaut in unser Fahrzeug. Macht super Sinn. Hinten für die Hecktür kommt zusammen. Hier kommt noch ein Splint rein. Thema erledigt. Und genauso eine simplen Systeme, auch von der Firma Solidfy, gibt es für den Kastenwagen, zum Beispiel für die Schiebetür. Macht Sinn, das sind Systeme, die kosten nicht viel, die kann man im Do-it-yourself-Verfahren einbauen und dementsprechend ist das eine gute Sache und birgt einfach für mehr Sicherheit, wenn man sich im Fahrzeug befindet. In diesem Fall weiterhin viel Spaß mit dem tollen Video vom Tank-Van und bis gleich. Tschüss! Also ist sinnvoll, gerade wenn man doch viel im Ausland vielleicht unterwegs ist. Gerade Südfrankreich ist ja immer ein großes Problem. Sicherheit. René hat mir auch gezeigt, die Türen gehen auch komplett auf, richtig weit. Aber wir lassen sie jetzt erstmal nur so, um hier was zu zeigen. Guck mal, wir haben hier unsere Kameratasche noch. Ja. Tolles Fahrzeug, ne? Ja, dann zeige ich euch gleich mal. Hier haben wir nämlich dann das Fach, wo diese Gasflaschen drin sind, damit ihr es auch mal seht. Wie bei jedem anderen auch, da stehen sie hier drin, bloß dass man sie eben schön von außen befüllen kann. Dann haben wir, ich kriege jetzt mal hier rein. Ich könnte mich auch gleich hinlegen, ich habe ja heute noch nicht viel geschlafen.
Guckt euch das mal an. Ja, Wahnsinn. Das ist vorbildlich, ne? Und sauberst gebaut. Ja. Nee, wirklich, also und vor allen Dingen alles auf einen Platz gemacht, die ganze Stromversorgung ist alles, also wirklich klasse. Das. Hier um die Ecke, das seht ihr jetzt nicht, ich versuch's mal zu nehmen hier. Hier haben wir auch den Wechselrichter, hier ist alles mit drin. Stark, ne? Und vor allen Dingen super gemacht, denn es ist alles hier, wo ich sagen kann, wenn es doch mal regnet, dann klappe ich das Bett bzw. kriege ich hier drunter und dann habe ich hier im Trocknen meine Ruhe. Ne? Ja. Ja, nein, wirklich. Ja, ich meine, wie ja du hast ja recht. Hat man es doch, dass man sagt, okay, ich müsste was bauen oder vielleicht eine Sicherung wechseln, warum auch immer. Und dann ist das draußen feucht und nass und das habe ich halt hier dementsprechend nicht. Nee. Das trotz eines Kastenwagens. Meinetwegen könnte es auch jetzt regnen, weil ich liege hier schon trocken drin. Ja, prima. Ganz prima, Nils. Ja. So, dann hier unten haben wir nochmal ein kleines Fach zum Verstauen von kleinen Dingen. Für deine Filzpuschen. Für die Filzpuschen, genau. Ja. Für mich und auch für Frieda, für unseren Hund, also auch die Filzpuschen. Die hat auch Filzpuschen. Guck mal rein, der Hund mit den Filzpuschen. Ja, das sind immerhin vier. Mama, der Hund mit den Filzpuschen ist da. Jetzt sind wir schon wieder albert. So, hier noch ein Fach. Also da haben sie wirklich mitgedacht, das muss man sagen, an Tankreisemobile wirklich Chapeau. Im Kastenwagen so viele Staufächer, auch wirklich gut zugängliche Staufächer zu schaffen, ist natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ne? Guck dir mal den Möbelbau an, ist auch toll gemacht. Ja, natürlich. Ne? So, jetzt gucken wir hier mal noch neugierig rein. Da unten haben wir Frischwasser, oder? Ja, ja, genau. Ja, und die Pumpe, ne? Genau. Ja, alles da. Und vor allen Dingen, ich gehe mal ganz kurz hier hin, nur mal als Beispiel, diese Hochwertigkeit. Ich hoffe, das sieht man ganz gut. Warte mal. Wir haben ja hier nochmal eine Schaumstoffgummierung, um den Haken für die Markise auszukurbeln. Und das sind so alles so diese kleinen Sachen. Hier, guck mal hier, die auffallen. Zwei Steckdosen. 230 und 12 Volt. Ja. Super, wirklich klasse. Ja, und hier hinten, das seht ihr ja auch, ne? Hier hinten ist ein wie soll man sagen? Eine Schottwand. Eine Schottwand, ein Durchgang, Durchlademöglichkeit, um von vorne, vom Wohnbereich hier in den Heckbereich zu kommen. Und oben nochmal ganz kurz die Rückfahrkamera. Ja, und wenn wir hier einmal so reinleuchten, da kommst du von der Erklärung natürlich nachher auch von innen noch rein. Guckt euch mal den Himmel an. Haben wir vorne schon gesehen, das zieht sich bis hier hinten durch. Wunderbar. Und Schränke und offene Ablagen und dann das Lüfterfenster. Ne? Und vor allen Dingen 2,10 Meter Liegefläche. Ja, Robert, da kann einer wie du doppelt drin liegen. Ich mit meiner kleinen Hobbitgröße. So. Auch von hinten wirklich nicht sofort zu erkennen als Reisefahrzeug, ne, als Reisemobil. Nee. Wenn man doch mal autark irgendwo steht, ist man quasi undercover. Ja, undercover. Ja, dann geht's hier weiter. Das, hier das ist der Außengasanschluss. Dann könnte das, Robert, das andere könnte vielleicht die Außendusche sein, aber warum ist es dann abgeschlossen? Doch, das stimmt, das könnte die Außendusche sein, du hast recht. Ja. Ja. Muss ja. Ne? Und hier haben wir nämlich den Außen-TV-Anschluss. Ja. Ich meine, ist aber, müssen wir mal einen kleinen Hinweis dazu geben, ist natürlich nur zu benutzen, wenn man auf dem Platz steht. Ne? nicht während der Fahrt. So, ich mach mal hier zu, damit wir auch den Rest hier schön sehen. Ja, einmal, nee, der hat elektronische Zuziehhilfe. Ah, ja. Achtung, okay. Wir machen es einmal auf und dann einmal quasi anziehen und Sesam schließe bzw. Sesam öffne dich. Und vor allem, Nils, was du vorhin schon gesagt hast, stark bei dem Fahrzeug ist, dass wir eine Außenbeleuchtung haben, Freunde, aber nicht nur so eine Außenbeleuchtung, sondern die geht, guckt euch das mal bitte an, über die komplette Länge der Markise. Ja, und damit sehen wir auch gleich, dass eine Markise oben dran ist. Ne? Das wirklich hast du cool. Richtig gut gesagt. Ja. Und vor allen Dingen, okay, wo sind das mal hier? Ja? Frischwasser. Ja, was wolltest du noch sagen?
Ja, ich wollte die obligatorische Frage stellen, was wollen wir was sagen uns die zwei Lüftungsgitter? Ach so, na, das können wir ja nun mal langsam weglassen. Nein. Ja. Also das Fahrzeug hat einen Absorberkühlschrank. Das ist toll. Also nein, ja, nee, wirklich. Ja, stark. Wir finden ja wirklich beide auch Absorberkühlschrank, wenn man doch öfters mal Tag unterwegs ist oder auf Stellplätzen steht. Die haben beide ihre Vor- und Nachteile, aber wenn man gerne alleine steht irgendwo und unabhängig vom Strom sein will, finden wir den eben halt besser. Also wir sind Absorber-Kühlschrank-Freunde. Das heißt aber nicht, dass wir den anderen schlecht finden. Nein, in der Kommentare meine ich jetzt. So, und hier haben wir auch nochmal dieses System. Von Thule, ja, das ist stark, ne? Ja, dieses, also... Und das Gleiche haben auch dieses Heliosafe von Thule drin verbaut, ne? Ja, sowas haben wir natürlich an unseren Wohnmobilen noch nicht, Robert, ne? Ich hab's aber nur nicht draußen. Ja, und mein System, ne? Das hat zwar auch nicht wenig Geld gekostet, aber das bellt. Das braucht jeden Tag Futter. Ja. Ja, und dann, ne? Dann würde ich sagen, gucken wir uns das gute Stück nochmal gemeinsam von innen an, ne? Okay, so, ich gehe schon mal vor. Ja, geh mal vor. Und ich komme nach. Ich kenne das ja schon, ich war ja mit René hier schon drin. Ha! So, dann komme ich mal nach. Ja. Ja, mach die Tür zu, es ist kalt draußen. Die Tür zu, ja. Mittlerweile sind wir wieder an dem Punkt. Jetzt ist die Tür zu. Mittlerweile sind wir wieder an dem Punkt, wo es tatsächlich wirklich knackig draußen wird. Wie bei unseren Videos, Freunde, fangen wir auch bei dem edlen Stück vorne im Führerhaus an. Ah. Ist das schön. Ja. Nein. Also, was haben wir hier? Das aktuelle und sehr hübsch gestaltete, moderne Mercedes Sprinter Cockpit. Hier gepaart mit einem wirklich schicken, dreispeichen Sportlederlenkrad von Mercedes-Benz mit Multifunktion. Wir haben das aktuelle MBOX-System verbaut bei dem Fahrzeug. Wir haben eine Klimatronic drin, beziehungsweise eine Klimaautomatik. Ja, haben eine Fahrlichtautomatik, allerhand Assistenzsysteme. Das könnt ihr euch gerne dann in der Videobeschreibung mit durchlesen. Und ja, also das Fahrzeug steht, also alleine schon das Grundfahrzeug von Mercedes ist voll. Voller geht ein Sprinter nicht, wie er ist. Das muss man einfach so sagen. Das ist der 6-Zylinder Diesel und allerhand technische Details bzw. technischen Sachen, die man sich bei Mercedes zukonfigurieren kann, sind bei dem Fahrzeug zukonfiguriert. Also mehr geht beim Sprinter nicht. Ist so. Ne? Wir haben hier verbaut, wie man es kennt, die Plissés. Genau. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal hier die wirklich herrlich und schick gestalteten Sitze an. Aber sind auf jeden Fall sportlich ausgeformt. Ist echt Leder und das macht natürlich einen sehr, sehr schicken und hochwertigen Eindruck. Auch nochmal hier die gesteppten Ziernähte. Hier nochmal das Logo eingesteppt und nicht nur geprintet. Und das macht wirklich, wirklich was her. Dann kannst du mal hier ganz kurz schauen. Hier, was auch draußen gerade angesprochen wurde meinerseits. Hier haben wir nochmal das Heliosafe-System verbaut. Ist natürlich für euch eine gute Sache, wenn ihr sagt, ihr seid im Fahrzeug und möchtet in dem Fahrzeug sicher sein. Und das ist natürlich auch immer ein großer Punkt. Nicht nur die Sicherheit, wenn ihr mal irgendwo draußen seid, shoppen oder Sightseeing, wie auch immer, oder einfach am Badestrand liegt, sondern ganz einfach, auch wenn ihr in dem Fahrzeug drinne seid und hier schlaft, wie auch immer. Ja. So, dann. Robert, ja, ich habe nämlich jetzt gerade hier so, während du hier erzählt hast, über deinem Kopf diesen Ausschnitt hier oben gefilmt. Ja. Da können wir gleich mal dazu kommen, ne? Genau, also hier haben wir quasi alles, was wir brauchen, um hier das Fahrzeug technisch zu bedienen. Wir haben quasi das Bedienpanel für die Heizung, für das Fahrzeug. Wir haben für die Solargeschichten und auch quasi für die Dachklimaanlage haben wir das hier verbaut. Mhm. Und ja, also alles, was wir hier für das Fahrzeug benötigen oder was wir hier an technischen Sachen bedienen können, können wir hier an einen Place-to-be machen. Ne? Dann über dir ist noch ein Fach. Über mir ist ein Fach. Leider Gottes liegt hier nicht das Geld drin, was ich gerne hätte, um mir das Fahrzeug zu kaufen. Ja, wir müssen mal genau gucken. Ne? Also, ja. Genau, also ihr seht schon, dass es wirklich sehr, sehr hochwertig gearbeitet ist. Hier nochmal mit Filz eingekleidet, innen drin alles. Also da kann man wirklich nicht meckern. Und auch hier, das ist uns aufgefallen, egal an welchem Schrank in diesem Fahrzeug, habt ihr überall nochmal diese kleinen Filzfüßchen dran, damit es wirklich den Garant gibt, nicht zu klappern. Das ist ja tatsächlich so. Selbst die große Duschtür ist so angelegt, dass man zwar mit einem leichten Druck schließen muss, aber dafür klappert
Und scheppert nichts beim Fahren. Und ihr seht ja auch, wie langsam hier das alles schließt. Mhm. Die Gasdruckdämpfer für das Softclus der Hängeschränke. Also wirklich, hier wurde auf alles Acht gegeben und hier sind wirklich allerbeste Materialien verwendet worden. Und das merkt man dem Fahrzeug wirklich an jedem Pünktchen und Schräubchen einfach an. Ne? Also wir wollen jetzt nicht über einen grünen Klee loben. Nicht, dass ihr das denkt, bloß weil wir hier mit René Tank zusammen gesessen haben. Nö. Aber es ist tatsächlich, das fällt uns richtig auf hier an dem Fahrzeug. Aber ihr habt ja den Preis vorhin gehört. Da verlangt man natürlich auch, erwartet man natürlich auch. Wollte ich gerade sagen. So, und diejenigen von euch, die unsere Videos halt oft gucken, die wissen ganz einfach, wir sagen das, was wir gut finden. Und wir sagen aber auch genauso das, was wir nicht so gut finden. Genau. Ne? Ja, weiter geht's. So, dann haben wir hier nochmal schöne große Schränke. Und das ist jetzt der Punkt, weil ja Nils sagte, dass wir nicht alles über den grünen Klee loben. Irgendwo gibt es immer was zu meckern. Und auch in diesem Fall sind wir an diesem Punkt gerade angekommen. Denn die Schränke sind schön groß. Und die sind super gut verarbeitet. Aber was natürlich ein bisschen schwierig ist, da müsste man gucken, wie man, also das ist jetzt, sagen wir jetzt einfach mal vom Fenster her, müsst ihr sehen, der kriegt dann halt dementsprechend die Klappe nicht ganz auf. Ja. Ne? Das ist natürlich ein kleines Manko, womit aber, denke ich, jeder von uns leben kann. Und Kleinigkeiten zum Rummeckern gibt es überall. Ob das in der Reisemobilbranche ist, beim Staubsauger oder beim Autokauf. Dafür, Robert, mach nochmal auf. Dafür hat man selbst hier so eine tiefere Kante, sodass auch nicht gleich irgendwas rausrutschen kann. Oder wenn während der Fahrt was verrutscht ist und du machst die Klappe auf, dass es dir gleich entgegenfällt. Ne? Und auch, Freunde, alles hier richtiges Aluminium. Ja. Also das ist kein Kunststoff, sondern wirklich schick. Ja. Und detailverliebt bis in den letzten Griff, kann man sagen. Überall nochmal das TRM-Wenn-Logo. Das ist natürlich cool. Ne? Sind so Kleinigkeiten. Ich weiß gar nicht, ob man es richtig sieht. Da. Ja, aber es ist natürlich eine starke Sache, wo wir auch sagen, cool. Dann hier auch nochmal ein kleines Ablagefach, tief genug, um allerhand kleinen Krimskrams runterzulegen. Und wenn wir einmal da drunter sind, guck mal, auch das Fenster ist nochmal eingerahmt von der einer Dämmschicht. Kunst, genau. Also hier dahinter ist die Dämmschicht, ne? Hinter dieser Kunststoffplatte oder Holzplatte. Genau, hier ist die Holzplatte, also das ist auch echt Holzsperrholz, ne? Nicht nur, wie der René das vorhin schon gesagt hat. Und halt hier einfach noch mit diesem Kunstleder ummantelt. Sieht sehr, sehr hochwertig aus und vor allen Dingen ein schönes, großes Fenster und das für einen Kastenwagen. Ja. Ne? Stark. Haben wir auch hier, zeigen es euch, schöne, hochwertige Plissés verbaut, Thermoplissés. Und hier halt auch wirklich sehr hochwertige Insektenschutzgitter. Auch hier gut zu erreichen. Zwei USB-Steckplätze und eine 230 Volt Steckdose. Mhm. Ja, der Tisch ist wie bei Kastenwagen oder auch bei Wohnmobilen bestimmter Größen so typisch dinettmäßig angeordnet, sodass der auch verschiebbar ist. Ne? Genau. Aber was wir jetzt hier nicht haben, zumindest habe ich es nicht gesehen. Nee, das hat er tatsächlich nicht. Ich habe jetzt hier kein kleines Tableau, sage ich mal, ein Tablett zum Rausfahren, zum Erweitern. Dafür ist der Tisch aber schön groß geraten und ich denke einfach, dass da brauchen wir jetzt nicht drüber meckern, denn wie der René vorhin schon sagte, ist hier vieles möglich bei diesen Fahrzeugen, weil es halt auf Kundenwunsch gefertigte Fahrzeuge sind und dementsprechend sollte sich das ganz einfach dazu konfigurieren lassen, ne? Oder man kann sich's nachordern. Was ich kurz noch anmerken wollte, weil bevor ich das vergesse, das hat der Nils nämlich vorhin schon beim ersten Rundgang zu mir gesagt. Er sagte, oh Robert, guck mal, hier wurde wirklich auf jedes Detail geachtet. Und das stimmt. Wir haben ja hier vorne beim Sprinter das schwarze Führerhaus und dementsprechend den schwarzen Dachhimmel gesteppt. Ne? Und dann gehen wir ja über an die Fahr- oder in die Wohnzelle des Fahrzeuges und dann haben wir ja alles schick mit dem hellen Holz, mit den cremebeigen Schränken. Und seht mal an, und dann haben wir hier schön auch das gleiche gesteppte Leder, nur halt dann in dem Beige. Ja, das wollten wir noch sagen. Der Dachhimmel, der gesteppte, das ist tatsächlich Leder. Ne? Ja, genau. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur angedacht so und geguckt, sondern es ist wirklich richtiges gestepptes Leder. Schick. Nils, möchtest du ganz kurz hier rüber hüpfen? Aber gerne, Robert, weil du wolltest jetzt bestimmt die Lounge-Funktion. Die Lounge-Funktion. Also wir haben hier quasi, die Sitzgruppe erklären. Wie Nils gerade sagt, haben die Sitze oder die Sitzgruppe hier eine Lounge-Funktion. Kann man ganz einfach machen. Wir können uns das hier ein Stück vorziehen. So, zack, ich lege mal hier das Kissen hoch. Und dann haben wir hier diverse Einstellmöglichkeiten. Unter anderem können wir uns das quasi nach hinten machen. Zack.
Und dann können wir uns ja, die Rücksitzlehne so ja, individuell verstellen, wie wir das gerne brauchen und möchten. Dann haben wir, jetzt muss ich hier den Dings mal suchen, wo das war. Achso, genau, jetzt habe ich es. Dann können wir uns das quasi hier rausziehen und uns einfach noch mehr Platz schaffen. Ja, wenn man unterwegs ist und fahren will und ein bisschen mehr Beinfreiheit haben will, dann macht sich das ganz gut, wenn man die nämlich hier nach außen ziehen kann. Das ist eine coole Geschichte, ne? Ja. Auch hier wieder schön mitgedacht, ne? Ja. Wenn man sie anschneidet und der Sitz doch verschiebt, ja, dann muss, mein Gott, manchmal hat man auch Sprachfehler. Und dann haben wir auch das hier ganz einfach. Wir können uns das hier stufenlos verstellen und dann haben wir hier, du kannst da mal kurz reinblenden, die Truma Gasheizung verbaut. Unten sieht man auch die Truma iNet Ready Box, quasi damit ihr das per App ansteuern könnt, die ganze Heizgeschichte. Ja. Hier unten ist auch der Frostwächter. Hier ist alles dabei. Das ist alles da, was das Herz begehrt. Genau. Nee, man kommt eben halt gut ran und das ist eine wichtige Sache. Eine total wichtige Sache. So, jetzt machen wir das Kissen hier hin. Dann drehen wir uns. Dann haben wir hier verbaut ein zweiflammiges Gaskochfeld von Dometic, sehr hochwertig. Und auch wieder hier die Drück- und Drehgassteller, auch wieder Dometic-like, sage ich mal, sehr gut verarbeitet. Und ist ausreichend, sage ich mal, ne? Für 2 Personen, 3 Personen. Also die meisten Kastenwagen haben ja so oder so nur ein zweiflammiges Gaskochfeld und da kommt man super gut zurecht. Ne? Mir fehlt gerade noch was, Robert, in deiner Argumentation. Ausreichend groß dimensioniert? Nein, okay. Man kann gut putzen. Ja, man kann gut, ja, es ist ja letztendlich fast das Gleiche, was ich drin habe. Also ja, es lässt sich gut putzen, tatsächlich. Ja, das habe ich jetzt so ein bisschen vermisst. Das stimmt. Dann haben wir hier eine ausreichend großdimensionierte Spüle. Ja. Ja, ist tatsächlich, also ja, quadratisch, guck mal, ne? Praktisch gut. Für einen Kastenwagen ist er auf einem sehr guten Niveau, muss man einfach sagen. Das ist ja eigentlich auch schon fast kein Kastenwagen mehr. Ne? Was ist dann eine Rakete? Ja, es ist eine Rakete. Okay. Ja. Dann haben wir hier oben drüber 2 schöne große Staufächer für, ja, ich sag mal, Geschirrteller oder Gewürze, Äpfel, keine Ahnung, was man auch immer dort unterbringen möchte. Und auch hier wieder die sehr hochwertige Verarbeitung, dass wir hier nochmal diese kleinen Kunststoffblindstopfen über die Verschraubung haben. Das macht natürlich wirklich viel aus und auch hier wieder wie im restlichen und im ganzen Fahrzeug haben wir Softclose verbaut. Haben wir auch hier alles mit Pushlock und Softclose und guckt euch mal bitte diese großen langen Schubladen an. Das ist doch super. Ne? Sicherlich auch der Größe geschuldet von über 7 Meter, da hat man natürlich auch genug Platz. Aber man darf nicht vergessen, dass man hier auch wirklich riesige Betten hat mit über 2 Metern. Ja. Die verschlingen natürlich auch viel und da hat Tank wirklich cool, also muss man einfach sagen, ganz, ganz toll, tolles, großes, geräumiges Fahrzeug. Also da kriegt man richtig was unter. Ja, ne? Total. Hier kann ja schon fast, überspitzt gesagt, hier kann ja schon fast ein Jäger seine Langwaffen reinmachen. Ja, oder das geschossene Wild. Oder das geschossene Schwein. Ja, ja, genau. Noch eine Edelstahlwanne rein, ne? Eine Edelstahlwanne, ja. Ja, cool. Ja, nee, das also wirklich ist erstaunlich und gleichzeitig erfreulich. Ja, total. Dann haben wir, und vor allem, das sind ja so Sachen wie hier, man sagt jetzt so, oh, jetzt kommt hier so ein kleiner Schrank, aber der ist nicht klein, denn das komplette Element ist ein Schrank. Und achtet mal drauf, wenn Robert jetzt aufmacht. Beleuchtet. Nicht nur der, sondern auch ganz viele andere. Guckt euch das mal an. Also der ist so hell, selbst wenn ihr da... Mit Kleiderstange. Unmengen an Sachen drin haben. Riesig. Einfach riesig, der Kleine. Quasi. Und auch hier. Toll, ne? Ja. Tja. Der Norddeutsche würde sein höchstes Lob aussprechen. Kannst nicht meckern, ne? So, und dann haben wir hier einen schönen, wie gesagt, Absorberkühlschrank verbaut, der ausreichend Platz bietet, um ja, seine Lebensmittel halt gut und kühl zu lagern. Ne? Ja. Man würde jetzt fast sagen, klassenüblich. Kühlschrank. Und fällt mir gerade der Lautsprecher auf. Also hier ist auch ein schönes Soundsystem, edles Soundsystem verbaut. So, Freunde.
Dann machen wir die Dusche. Denk dann dran, drücken. Ach, die Dusche, genau. Das hat er uns gesagt. Das Knacken ist normal, aber das ist halt deshalb, wir sollen die Tür randrücken und dann geht es auf, weil es quasi hier auch nochmal extra unterschäumt und gepolstert alles ist, damit es wirklich während der Fahrt nicht klappert. So, haben wir das. Während des Duschens. Auch hier ein schöner großer Kleiderspiegel, auch für die Damenwelt wichtig. Ist ja auch ganz einfach so, man möchte ja sich nochmal vielleicht angucken, bevor man irgendwo rausgeht. Mhm. Und dann haben wir hier einen wirklich großen Spiegel, auch da wieder Lob an Tank, mitgedacht bei der Konstruktion und Entwicklung des Fahrzeuges. Denn besser kann man doch so einen großen Kleiderspiegel nicht platzieren. Nee, kann man nicht. Sag, was du willst, das ist top. Hast du gut gesagt, Robert. Juhu! Ja. Ja, dann? Ich würde sagen, ich übergebe dir mal die Kamera, ja, damit wir nicht alle hier im Bad rum, nicht, dass wir bei dem Bad noch kuscheln müssen. So. Dann gucken wir uns mal hier die Dusche an. Tolle große Kleiderstange bzw. Handtuchhalter, sehr massiv gebaut. Und wir haben ja auch ausreichend Platz zum Stehen. Sage ich mal gut 1,90, 1,93, 1,91 werden wir hier in der Dusche auf jeden Fall haben. Vielleicht auch sogar knapp 2 Meter. Und das Tolle ist halt, dass diese Dusche einfach nochmal räumlich getrennt ist. Ne? Guckt, hier haben wir die Toilette und hier haben wir die Dusche. So, wir können das mal kurz zumachen. Wo ist das? So, ich löse mal das Knöpfchen. Und dann können wir nämlich simsalabim, auch hier wieder sehr hochwertig gearbeitet, können wir das schließen. Und dann kann sogar der eine Part auf die Toilette und sich fertig machen und Zähne putzen. Und der andere kann sogar noch in Ruhe duschen. Und das ist natürlich eine ganz klasse Geschichte. Und vor allen Dingen muss man sagen, hier nochmal ein schönes Heki drin verbaut. Wie gesagt, draußen auch schon gesehen, das Sogsystem. Und dann haben wir hier noch mal ein kleines Fach, wo wir an die Zuleitung kommen, sollte mal was zur Reparatur sein, beziehungsweise hier kann ich auch nochmal einen kleinen Krimskrams reinmachen. Und dann haben wir hier unten auch nochmal was, um was reinzulagern. Das ist natürlich eine gute Sache, ne? Und auch hier wieder detailverliebt. TRM-Van, nochmal schön blau beleuchtet. Und den schönen großen Schrank könnt ihr euch öffnen. Und dann habt ihr hier nochmal ein schönes großes Staufach für Zahnputzbecher etc. Hier oben ist nochmal eine 230 Volt Steckdose. Sehr gut angeordnet. Kann man wirklich nicht meckern. Ich selbst in der Toilette MB-Light verbauten jetzt. Stark. Oh, sehr gut. Sehr, sehr stark. Muss man einfach so sagen. So. Ich finde, das hast du auch ohne mich ganz gut alleine gemacht jetzt. Ach, wunderbar. Da auf Toilette. Ich bin schon so groß. Ja. Genau, über mir befindet sich die Dometic Dachklimaanlage. Ist eine super Sache. Ich finde es sehr, sehr gut angeordnet, denn wir hatten mit meiner Frau bei uns die Überlegung, wollen wir es machen? Problem wäre bei uns gewesen, wir hätten es nur übers Bett anbringen können. Und über dem Bett ist natürlich immer die Schwierigkeit, wenn es doch mal kalt wird, ist die Gefahr der Erkältung schon irgendwo gegeben. Hier natürlich. Naja, und du büßt ein Fenster ein. Ne? Und ich büße ein Fenster ein, genau, das kommt noch hinzu. Und hier ist es natürlich so, ich habe vorne das große Heki, ich habe hinten den Heki mit Vario-Lüfter nochmal verbaut und habe dann dementsprechend hier wirklich super gut von der Positionierung her die Dachklima. Und so kann sich die Kälte gleichmäßig im Fahrzeug eigentlich sehr, sehr gut verteilen. Ne? Auch hier nochmal, ich mache das mal ran, um es jetzt wieder rauszumachen. Ja, wir wollen es ja zeigen, genau. Wie es funktioniert. Hier nochmal drei, ja, ich sag mal, einen matten Aluminium so gehaltenen Kunststoffhaken. Auch hier nochmal schön so mit Kunstleder überzogen. Das heißt, selbst wenn hier mal was Feuchtes dranhängt, kann hier nicht aufquillen, dann mache ich das einfach ruckzuck sauber. Mhm. Ist eine ganz, ganz super Geschichte. So, jetzt ziehe ich mir mal meine Schühlchen aus. Und krabbel mal hier hoch. So, Freunde, jetzt guckt euch das mal bitte an. Hast du denn die Kuscheldecke mit? Die Kuscheldecke habe ich nicht mit, nein. Nun guckt euch das mal an. 2,10 Meter lange Betten,
zumindest auf der Seite 2,10 Meter, hier sind sie, glaube ich, 1,98, 2 Meter. 1,95. Oder 1,95. Mhm. Das ist natürlich spektakulär und wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns hier im Kastenwagen. Ne? Ja. Dann haben wir hier ein schönes TV-Gerät verbaut. Auch hier nochmal der Vario-Lüfter von Fiamma nochmal drin. Und super schön. Hier auch wieder. Das TV-Gerät haben wir hier. Genau, hier haben wir das TV-Gerät verbaut. Ist schwenkbar, kann ich mir herausziehen. Ne? Und dann kann ich mir das auch nach vorne quasi den einmal 180 Grad drehen. Und dann könnte ich rein theoretisch auch von vorne Fernsehen schauen. Dann haben wir hier überall schöne große sag ich mal, Schränke, ja, wo ich hier viele, wirklich, ne? Ja, guck mal, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Die sind jetzt ein bisschen kleiner. Ich sag mal, die sind so eher so das normale Kastenwagen-Standardmaß, zumindest objektiv betrachtet. Und auch, wie gesagt, überall Softglas verbaut. Ganz toll. Hier habe ich nochmal Möglichkeiten, Sachen reinzudrücken, selbst wenn ich jetzt sage, ich fahre vielleicht 3, 4, 5 Wochen weg, dann kann ich hier immer noch im Notfall kleine Socken unter Hosen etc. pp. Reinmachen. Strumpfhose, wenn ich beim Skifahren bin. Wir wollen jetzt noch ins Detail gehen, Robert. Genau. Ne? Ja. Cool wäre, da müsste man nochmal den René Tank fragen, ob man hier hinten sich noch einen kleinen Schrank oder eine Verblendung vormachen könnte. Weiß ich jetzt nicht genau, wie es jetzt beim Sprinter aussieht. Beim Ducato geht es ja und beim Citroën und Peugeot. Aber ansonsten sehr, sehr schön. Hier haben wir auch nochmal die kleinen drehbaren, ja, ich sag mal, Leselampen. Schwanenhalsartigen Leselampen, die auch, und das ist das Coole, dimmbar sind. Ne? Seht ihr das? Ich hoffe, das kann man einfangen. Siehst du das mit der Kamera? Mhm. Jede Lampe hat hier auch nochmal einen separaten USB-Steckplatz. Und hier haben wir nochmal eine 230 Volt Steckdose verbaut. Also das ist natürlich sehr gut. Ne? Kann man nicht anders sagen. Hier auch nochmal 230 Volt und die Lampe mit USB. Ja, und hier unten, weil wir das vorhin schon mal waren, wo Roberts Schuhe stehen, hier unten ist die Durchlade, die wir von der Garage auch schon gesehen haben. Und die zwar, Durchladeklappe. Können wir uns mal kurz zeigen. Wir haben nämlich hier, und das ist wieder sehr gut gemacht, auch schöne kräftige Scharniere. Wir haben hier eine Tür und nicht irgendwie ein Brett, was wir erst rausmuddeln und fuddeln müssen, sondern hier haben wir wirklich eine tolle Tür, die mache ich auf. Die geht sogar nach außen auf. Da wurde auch ein bisschen mitgedacht bei der Entwicklung. Toi, toi, toi und sehr, sehr gut. Und dann kann ich nämlich hier rein. Hat natürlich auch wieder seinen Vor- und Nachteil. So ein Brett ziehst du einfach raus und kannst dann die Gegenstände, die du da durchladen willst, so durchladen. Oder du lässt das Brett immer draußen. Die Tür musst du immer wieder zumachen, weil sonst klappert sie ja. Ne? Mag dein. Aber ich finde die Tür persönlich besser. Weil, also ich habe das bei uns im Bürstner, das ist ja tatsächlich so mit der Durchreiche, mit dem Brett und das ist einer der Schwachstellen bei unserem Fahrzeug. Diejenigen, die das Video über unser Fahrzeug schon gesehen haben, haben das sicherlich auch mitbekommen. Aber ich bin Freund von der Tür, gerade beim Kastenwagen, weil es einfach... Ja, ich finde es auch gut. Ich sag mal, im Alltag macht es einfach mehr Sinn. Ist so. So, jetzt würde ich sagen, Nils, unten da an deinem Fuß hast du noch einen von der Linippe GmbH verbauten. Den haben wir nämlich auch drin. Der ist sehr, sehr zu empfehlen. Ein Trigaswarner. Also der funktioniert bei Propan. Der hier. Ne? Genau, der funktioniert bei Propan, Butan und auch bei Betäubungsgas. Und bei dem Gerät sei euch gesagt, das ist unsere Empfehlung oder meine Erfahrung. Die kann ich euch einfach mal so kundgeben. Wenn ihr das Gerät haben solltet bei euch, und ihr seid unterwegs, macht den jeden Tag mal an und aus, bevor, egal, wenn ihr mal den Stellplatz wechselt, denn dann tut sich das Gerät einfach neu kalibrieren. Ist nur ein kleiner Tipp am Rande. Und jetzt in diesem Sinne würde ich sagen, setzen wir uns zusammen und ziehen unser Fazit über diesen schicken, edlen TRM-Van. Ja, so machen wir es. Ja, Nils, jetzt sitzen wir hier im TRM-Van. Ich bin immer noch total geflasht. Fang du an. Ja, geflasht kann man schon so sagen, ja. Na, wie ich schon mal zu dir gesagt habe, als wir die Kamera aus hatten, ich komme mir ja immer vor wie in so einem Messefahrzeug. Ne, auf einer Messe geht man oft in Fahrzeuge rein, jetzt ob Wohnmobile oder auch andere PKWs und so weiter und so fort. Und da ist eine Ausstattung dort drin von dem Hersteller präsentiert, die es nachher später in Serie gar nicht gibt. Ne? Da sieht man irgendwelches Leder in irgendwelchen Farben und wenn man später beim Händler danach fragt, gibt's das nicht. Voll enttäuschend. Ja. Und jetzt kommen wir hier in diesen TRM-Van
Und da sitzen wir und da ist tatsächlich ein gesteppter Dachhimmel aus Leder, auch noch zweifarbig, nämlich über uns hier im Dunkeln und da drüben nachher in Beige. Das ist fast unglaublich. Dazu muss man sagen, genau, das ist unglaublich, denn dazu muss man sagen, wir haben das Fahrzeug ja schon vor serienreif schon mal vor ein paar Monaten gesehen. Ja. Und letztendlich hat sich nichts geändert. Ne? Das Fahrzeug ist so, wie es geplant war, hat Tan gesagt, so wie ich das im Kopf hatte und so wie wir das bauen, so bleibt es. Und tatsächlich, so steht das Ding jetzt serienreif hier und mega geil. Also wirklich mega, mega geiler Kastenwagen mit mega Ausstattung, mega Qualitätsmerkmalen. Genau. Also sicherlich gibt es jetzt einige, die jetzt in die Kommentare schreiben, aber meine Meinung, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, nicht unsere Meinung, besser kann man einen Kastenwagen aktuell nicht bauen und kaufen und vor allen Dingen individueller. Ja, deswegen, wir wollen auch hier jetzt in diesem Fazit, was wir sonst immer bei anderen Fazits machen, gar nicht über den Preis reden. Nee. Weil hier kann jedes Auto von dem Kunden individuell auf seine Wünsche zugeschnitten gebaut werden. Und damit hat sich die Frage nach dem Preis erübrigt. Jedes Auto kostet anders. Ne? Ist so. Ne? Ja, so also ist das ist tatsächlich so. Und das ist dann auch seinen Preis wert, ganz einfach. Ja. Und das fängt an bei den Polstern, bei dem Schränken, bei dem Dekor. Und ihr habt es ja gesehen, was wir hier gezeigt haben jetzt und was René schon erzählt hat mit der Dachklimaanlage und was sie hier noch alles verbaut haben und die Isolierung hier hinter den Wänden und so weiter. Ne? Hier ist so viel reingepackt. Das ist einfach spitzenmäßig. Wir waren, wie Robert gesagt hat, wir waren geflasht. Wir freuen uns richtig. Ja, total. Ja, also das ist toll. Und mehr wollen wir eigentlich dazu hier gar nicht sagen. Nee. Wenn ihr neugierig seid, dann meldet euch einfach bei der Firma Tank, ne? Bei René oder bei seiner Frau oder beim Verkaufspersonal und fragt danach. Lasst es euch zeigen, lasst es euch vorführen. Guckt es euch an. Guckt es euch an, ist das Gleiche. Seid geflasht. Ja. Und lasst uns auf jeden Fall ein Abo da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem THWN haltet. Und vielen Dank fürs Zuschauen. TRM, wenn. Habe ich doch gesagt? TRWN, hast du gesagt. Nee, ich habe es wieder verschluckt. Ah ja, siehst du? Das ist mein Dialekt, mein Slang. Hol's raus. Schreibt es in die Kommentare. Lasst uns, wie gesagt, gerne ein Abo da. Da würden wir uns freuen. Und eins noch wollte ich kurz noch sagen, weil du sagst, da ist so viel drin. Es ist tatsächlich so viel in dieses Fahrzeug reingepackt. Wie vorhin gesagt, Vollausstattung der Sprinter und das Fahrzeug alleine die Elektrik und sowas verbaut ist. Also da muss man sich mit dem Preis, was der jetzt hier gerade kostet, nicht vor der Konkurrenz verstecken. Nein. In gar keinen Fall. Schön. Und in diesem Fall wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Ach, haben wir schon wieder Wochenende? Das Wochenende, ja. Heute ist Freitag. Heute ist sogar Black Friday. Oh. Das heißt... Da müssen wir nochmal zu René. Da müssen wir, vielleicht kriegen wir Rabatt für das Ding. Hey, Alter. Nein. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Tschüss.